Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Minecraft-Server-Vorstellung auf meinem Kanal. Wir sind heute auf armorhunt.net, einem kleinen, aber feinen Server. Am Spawn sehen wir direkt, wir haben ein kleines Jump'n'Run zur Zeitvertreibung und was auch relativ schön ist, weil wenn man hier nämlich spawnt, hier ist nämlich der Spawn, dann sieht man schon, welche vier Spielmodi einen erwartet. Wir haben einmal Knock It, wir haben einmal Bed Wars, wir haben einmal MLG Rush und wir haben City Build. Ja, City Build, das habe ich schon in einer der letzten Server-Vorstellungen, glaube ich, gesagt, ist ein Spielmodus, der echt zurzeit relativ beliebt ist. Also der ist auf jedem zweiten oder dritten Server. Einige Zuschauer sind eventuell auch schon ein bisschen gelangweilt oder genervt davon, aber dazu muss ich jetzt mal sagen, da kann ich ja am wenigsten für. Also ich stelle ja die Server nur vor, was die Leute auf ihren Servern bringen, das bleibt ja denen überlassen. Und dann halt zu sagen, ja, sobald City Build kommt, dann schalte ich ab. Das ist ja auch doof für mich, weil ich kann ja dafür nichts. Ich möchte euch jetzt nicht dazu animieren, dass ihr bis zum Schluss dran bleibt, was zwar schön wäre, ich kann aber niemanden zwingen. Und wenn halt jemand meint, nur weil er jetzt City Build sieht, er muss gleich wegschalten, dann soll er das machen. Da stehe ich mittlerweile drüber. Da pelle ich mir ein Ei drauf, weil die Leute, die es mit mir halten, die wissen, wie ich das hier meine. Ich will halt ne, den Servern helfen, den Admins und so weiter und so fort. Und wenn da halt City Build drauf ist, dann kann ich es auch nicht ja, ändern. Deswegen werde ich jetzt auch nicht so auf City Build eingehen, weil ich glaube, ihr wisst, was es ist. Ihr wisst, was es da zu sehen gibt. Wir können gleich nochmal drauf gehen, um uns die Gebäude mal anzugucken. So, was ich relativ cool finde, wie gesagt, die Lobby hier mit dem Jump'n'Run, ein paar Bäume rundherum. Sieht aus wie so ein Tal, in dem wir uns befinden. Also richtig, richtig schön. Dann gucken wir gerade mal zu den Cosmics. Da gibt es auch zwei super Sachen. Vor allem hier. Hier hat man einmal ja, Schuhe, die eine Flammenspur hinter sich herziehen und einmal eine Wolkenspur. Ich mache jetzt gerade mal die Flammenspur. Zack, dann seht ihr das hier. Das ist einmal die Flammenspur und das ist einmal die Wolkenspur. Ich persönlich bevorzuge gerne die Flammenspur, deswegen mache ich mir das mal rein. Hui. Heißer Typ auf jeden Fall. So, dann haben wir einmal Köpfe. Da haben wir mittlerweile oder bislang nur den Raging Elias. Das ist einer der Admins. Der steht hier die ganze Zeit rum. Irgendwie AFK oder so, keine Ahnung. Und dann haben wir auch noch drei verschiedene Banner, und zwar einmal Deutschland-Banner, einen Creeper-Banner und einmal einen Pokéball-Banner. Finde ich auch relativ schön. Ich weiß gar nicht, wo man die finden kann. Vielleicht in den Einstellungen oder auf City-Build oder so. Keine Ahnung. Genau, apropos Spielmodi bzw. City-Build. Wir gehen jetzt gerade mal die Spielmodi durch. Bed Wars zunächst mal ist zurzeit noch ein 4x1-Server. Also ist alles noch im Aufbau. Wie gesagt, der Server ist erst vor kurzem eröffnet worden. Deswegen gebt dem Server auch gerne mal ein bisschen sachliche Kritik oder so generell diesen Servern, die ich hier vorstelle, gebt denen einfach mal sachliche Kritik, auch gerne negative Kritik, damit die Leute sich verbessern können, aber natürlich auch positive Kritik. Bei allem Negativen gibt es auch immer was Positives, merkt euch das. Selbst das hilft den Leuten dann weiter. So, Knock It muss ich auch, denke ich mal, nicht mehr vorstellen. Ich würde mir wünschen, jetzt nicht nur speziell auf diesem Server, sondern auf den ganzen Servern in Deutschland, auf der Welt, die diesen Spielmodus haben, dass man vielleicht mehrere Maps oder mehrere Arenen zur Auswahl hat. Also die ist ganz schön, die ist ganz nice geworden, gar keine Frage. Aber vielleicht macht man ja vorher ein Map-Voting, wie zum Beispiel bei ja, Mario Party, jetzt sage ich mal ganz doof, auf Cytoxian. Da ist man auch vorher in der Lobby und muss für eine Map voten. Vielleicht ist das ja hier so auch der Fall. Aber wie gesagt, dieser Server ist noch am Anfang. Da kann auf jeden Fall noch einiges passieren. Dann gehen wir nochmal zu MLG Rush. Oh, geht gerade nicht. Schade. Okay, dann gehen wir zum krönenden Abschluss doch nochmal auf City Build. Und ich muss halt ne, einfach nochmal sagen, hatet die Leute nicht gleich oder beziehungsweise schreibt nicht so Negatives über City Build unten rein. Nur weil ich das jetzt im Video zeige oder weil die Leute das haben. Wenn der Server halt oder beziehungsweise der Spielmodus sehr beliebt ist und wenn die Leute das gerne spielen, dann könnt ihr da nichts verändern. Da helfen auch leider keine Hate-Kommentare oder da hilft auch nicht so ein Kommentar wie, ach, sobald ich City Build sehe, dann schalte ich das Video ab. Macht doch. Ganz ehrlich, auf so Leute kann ich da noch einfach verzichten, die einfach den Sinn dahinter nicht verstehen. Genau, also ihr seht, ihr habt auch wieder ein Grundstück. Das ist bestimmt auch eine Farmwelt, Netherwelt und so weiter und so fort. Das sieht alles sehr, sehr schön aus bislang, aber ist natürlich alles noch in der Entwicklung. Also, falls ihr ein Teil von Armor Hunt werden wollt, wenn ihr einen Server braucht, wo ihr City Build spielt, wo ihr Knock It, MLG Rush oder Bed Wars mal zur Abwechslung spielen wollt, dann schaut mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Dort stehen alle Links, die mit dem Server in Verbindung gebracht werden. Und jetzt, ja, bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen. Viel Glück dem armorhunt.net-Team für eure weitere Zukunft, für die weitere Zukunft des Servers. Und wenn ihr auch einen Server habt und gerne mal vorgestellt werden wollt, dann schreibt das mal unten in die Kommentare rein. Haltet euch aber auch bitte bereit dafür, dass wir auf Discord nochmal hin und her schreiben. Ich habe jetzt ganz vielen schon geantwortet, die aber dann immer nochmal einen zweiten Kommentar geschrieben haben, die meinen ersten gar nicht gelesen haben. Deswegen, das zeigt mir halt auch so ein bisschen, wer wirklich Interesse hat und wer nicht.
Deswegen sorgt einfach dafür, dass ihr über Discord erreichbar seid oder auch über Twitter, zur Not auch über Skype, obwohl ich Skype gar nicht so aktiv mehr nutze. Oder auch Teamspeak geht auch noch, gar keine Frage. Aber wie gesagt, primär Discord. Und jetzt, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Minecraft-Server-Vorstellung und bis dahin. Ciao, ciao. Let's go, let's go.